Wir wissen also, dass wir in diesem Außerhalb, dass wir von diesem Außerhalb motiviert werden, diesen metaphorisch gesprochenen Elektronen, die den Amphorenkrugrand umschwirren, dessen Rand die Innenhohlleere erzeugt, indem das Objekt klein a umkreist wird auf der Suche nach dem verlorenen Ding am Grund des Bodens der geschlossenen, der inzwischen geschlossenen Amphore. Das Dazwischen eines Buddha ist nicht so gemeint, dass man zwischen den zwangsläufig sich bekämpfen müssenden Polarismen der Idealtätismen und der immens augenblicklichen, sprich der Mortalisationsobsessionalisten, also der Todesobsessionalisten gegen die angeblichen Todesanerkennerer und Lebenshinwender. Wir haben es schon vorher gesagt, der Tod ist nicht anzuerkennen und es ist ein radikaler, erneuter Trost zu glauben, dass man anerkennen könnte, in den Abgrund zu blicken, außer zehntelsekundenweise, wie das Heidegger versucht und andere. Also, was wir nun zu wissen glauben, ist, dass wir nicht in diesem Dazwischen, zwischen diesen Polen hin und her schwanken. Es geht nicht um Polaritäten, sondern dass man außerhalb des Krugrandes bzw. im Innenraum des borromäischen Knotens der 3, also zwischen 4, 5, 6 und dann 7, 8, 9 hin und her geworfen und getrieben werden durch jenes andere, von dem wir jetzt uns zuletzt nur noch fragen, ob dies ein dämonisches ist, ein bösartig sadistisches, grausames Etwas, das in seiner Verzweiflung uns instrumentalisiert und zerfleischen lässt auf der Suche nach dem, was es begehrt. Quem devoret. Oder ob, und damit natürlich alle Ästhetizismen der Welt, alle Zusammenskrabbelungen, alles Kinotheater dieses immer wiederkehrenden Puzzlespiels der Schönheitsblendungen ein Täuschtauschtrug ist, oder ob hingegen eben das Schöne, der Körper, die schönen Körperhäute, die sich um das knochenfleischliche Strukturgerüst spannen, ob diese bunte Welt mit ihren hoffnungsversprechenden Morgenröten wie diesem, ob diese dennoch von einem gutwollenden Sprechen, das uns in Zwieundeutlichkeit von außen an den Krugrand presst, spielt doch keine Rolle, ob unsere Gravitationslehre richtig ist oder die Newtons, ob es also von der Masse des Kruges angezogen wird oder ob es von der Nichtsraumvirtualität, die sich vor allem materialisierten und sedimentierten, zurückschreckt, auf den Krugrand hingepresst wird, blurzi blurda, benzi bena, Materie zu Materie, um den eigenen Hohlraum leer zu halten, was nicht der Gravitationstheorie entspräche, sondern der Plasmenversen
elektromagnetischen neuen Phantasmagorie der Kosmogonie. Also, ob es da um Nichttäuschung geht, sondern wir getröstet werden sollen, sondern erhaben gemacht werden sollten durch diesen immer wieder verblüffenden, wunderbaren Schönheitsanblick und vor allem dem Existenzerschaudern, dass das ja tatsächlich alles da zu sein scheint, zu dem wir nur noch spärlichen Zugang haben und immer getrennt von diesem uns empfinden, als ob es eine Unwirklichkeitsbarriere dazwischen gäbe. Nicht als ob es diese gäbe, sondern diese gibt es ja tatsächlich, weil unser Geist qua Denken und Symbolisation von der Existenz und dem Realen durch dieses Denken selbst ausgesperrt ist, aus dem direkten Zugang zum Baum der Erkenntnis.